Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von This is the Police. Wir sind an Tag 10 angekommen, Mittwoch, der 24. Juli in Freiburg. Und hier in der Zeitung steht, dass ein möglicher Freiburg-Besuch eines Vertreters der orthodoxen Kirche bevorsteht. Dann, dass Rogers verantwortlich für den Zusammenbruch der Polizei wäre. Könnte man ja fast so unterschreiben, ne, wenn er uns irgendwie quasi vor die Tür setzt. Und ja, seitdem er das getan hat, komischerweise, nehmen so manche Geschichten überhand, wie zum Beispiel, dass die Mafia irgendwie mehr Handlungsspielraum hat. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Dann, Arbeitslosenanteil der Stadt fällt unter 1%. Ui, das ist wenig. Also ich weiß zwar nicht, wie viele Einwohner diese Stadt hat, aber ich gehe mal davon aus, wenn die Wolkenkratzer und sowas haben, dass das schon ein paar mehr Leute da wohnen. Das, ist okay. So schlecht scheint es hier nicht zu sein. So, schon wieder Roy natürlich. Meine Freundin ist gerade auf einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Ist absolut panisch. Kann ich gehen und ihr helfen? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, jeden Tag mit irgendeiner Story. Ich bin zu gutmütig, glaube ich, oder? Bei der nächsten Sache, die nur so halbwegs wichtig ist, bist du weg. Du hast eh nur 5 Professionalität. So, De Brido. Machen wir mit dir. Du bist irgendwie platt. Können wir dich nicht irgendwie auch nach Hause schicken heute? Ich würde dir gerne einen Tag frei gönnen. Du warst noch nicht auffällig. Also nur im Positiven, mit Fällen aufklären, aber kann ich glaube ich irgendwie nicht. Tja, dann. Was machen wir? Wir beginnen den Tag. So, ja, wir fangen einfach mal wieder vorne an, würde ich sagen. Wir können irgendwann neue Sachen kaufen, das weiß ich, aber ich möchte das Geld erstmal sparen. Wir brauchen ein bisschen was für den Ruhestand und nicht für Musik. Das spielt eh nur so ein bisschen im Hintergrund. So, wir sind wieder bei Sweet Ginger Green. Huch. So, von der Stadtverwaltung eine Strafe. Das habe ich natürlich besonders gerne. Also, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir mit der Effizienz der Freeburger Polizei nicht zufrieden sind. Wir kürzen das Budget. Das finde ich überhaupt nicht cool. Sie verlieren ein... Nein! Ein Jobplatz. Ja, sorry, ne? Dann, Roy. Kommt eh nicht zur Arbeit. So, Brandstiftung in der Vorstadt. Zoe Nosek befindet sich in einem unbefristeten Urlaub. Die meiste Zeit bleibt sie im Haus ihrer Eltern. Ach, das hatten wir doch... Stimmt, das hatten wir doch schon hier. Wir müssen die nur noch, das können wir erst morgen machen, weil der Beasley gar nicht da ist. Der hat heute frei. Na toll. So, dann, Stadtverwaltung. Ich frage nach einer neuen Stelle natürlich. So, Polizeirevier, was haben wir da? Wir müssen neue einstellen, weil wir sind ja drei gestorben. Sind ja drei gestorben. Das letzte Mal. Überhaupt nicht gut. Und einen neuen Detective brauchen wir ja auch. Ja, bei den Detectives ist er noch der Beste. Jack Rositzky. Für Schicht A war es, ne? Für Schicht A. Und, oh. Roberta Timpson mit 330. Finde ich gut. Natürlich auch wieder, was für die Rassistengruppierung hier, ne? Schicht A. 225. Tina Fontenot. Für Schicht A. Und Jonathan Roth.
ebenfalls für Schicht A. So, ich hoffe, ihr seht jung und motiviert aus. Ich hoffe, das bewahrheitet sich. So. Der erste Anruf von heute, auch aus der Vorstadt. Oh, Mannschaftswagen. Manchmal werden ihre Polizisten nur ein oder zwei Kriminelle festnehmen. Aber wenn sie eine ganze Gruppe fassen, sollten sie besser einen Mannschaftswagen mitbringen. Wirklich professionelle Angestellte können ohne besondere Fahrzeuge zurechtkommen, aber die meisten Polizisten ziehen einen Mannschaftswagen vor, wenn die Situation nach einem verlangt. Schade, dass das Präsidium kein Geld für einen hat. Na bravo. Ein Eiscreme-Wagen hat einen Schuljungen angefahren. Der Rettungswagen war schnell vor Ort, aber der Junge wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die Anwohner der Gegend sind wütend und verlangen, dass der Fahrer des Wagens zur Rechenschaft gezogen wird. Er versteckt sich derzeit im Rettungswagen, während die Sanitäter versuchen, die Menge zu beruhigen. Die Situation gerät zusehends außer Kontrolle. Tja, wir haben eh nur Platz für einen, aber wir müssen einen mit dem Mannschaftswagen schicken. Wir schicken mal Kochi dahin, einfach weil sie nochmal erfahren ist, um das vielleicht auszugleichen, dass wir keinen Wagen haben, was auch immer. So. Was haben wir hier? Polizeischule. Janice Grant ist bei allen Prüfungen durchgefallen und hat die Marke entehrt. Was ist denn los bei dir? Oh nee. So, die rote Maske Gang haben wir natürlich versagt. Ich hätte die einmal Eid geschworen. Ja, das ist... Ich hatte noch nicht mal... Irgendein Fall, der damit zu tun hatte, der kam noch nicht mal rein. Was sollte ich denn machen? So, den Helden beschützen. Buck Yancey ist heute ein Held, nachdem er den ertrinkenden Senator Wallace Green aus dem Fluss gezogen hat. Die Stadt hat auf Empfehlung des Senators hin beschlossen, diesen vorbildlichen Beamten auszuzeichnen. Die Zeremonie ist für den 27. Juli vorgesehen und die Veranstaltung wird für die Presse sowie Mr. Greens Familie offen sein, bei die der Polizei persönlich danken will. Gehen Sie sicher, dass den Beamten kein Unglück passiert, damit er ohne Problem bei der Zeremonie erscheinen und seine Medaille entgegennehmen kann. Okay, am 27. Juli. Ich glaube, das möchte ich mir kurz aufschreiben. Ich habe vergessen, welcher Tag heute ist. Der 27. Juli. So, bis dahin müssen wir den irgendwie sicher und safe halten. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich die richtig harten Fälle, wo wir ihn wahrscheinlich eigentlich brauchen. Und dann wird er noch erschossen. Bei meinem Glück. Naja, vielleicht auch nicht. So, Koshi ist da. Oh, natürlich. Wenn er jetzt jeden Tag will, der irgendwas, ne? Jack, so ein schwarzer Gangster, hat einen unserer Läden überfallen. Das ist gerade zu viel für uns, um uns selber darum zu kümmern. Können Sie aushelfen? Ja, wenn er überfallen hat, dann ja. Dann schicken wir Purdy, Quino und Asano. Ich möchte, dass Asano hauptsächlich... Oh. Die Lage ist ernster, als wir dachten. Ja, dann, das ist das, wo wir den Mannschaftswagen brauchten, ne? Schicken mal alles hin, was wir noch haben. Puh, jetzt darf erstmal nichts Neues kommen. Zumindest nichts mit einem geringen Countdown, weil wir jetzt keinen gerade mehr haben, den wir schicken können. Eieiei. So, Mafia-Auftrag. Jack, heute haben wir um 18.30 Uhr was beim Gericht laufen. Wir wollen doch nicht, dass die Polizisten bei der Party stören. Ich denke, 6.000 sollten ausreichen. Beim Gericht? Okay. Das überlege ich mir aber noch. War das letzte Mal schon nichts für den gemacht, ne? Oh, 24 Sekunden. Schnell, 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 schnell. Kommt zurück. So, versuchter Mordbericht. Täter gefasst. Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Sehr gut. Ohne Mannschaftswagen gelungen. Dann kommt schnell zurück. Wir haben hier nur noch ein paar Sekunden. So, die sind wieder da. Wir schauen mal. Lärmbeschwerde, Sägemühle. Ein älterer Mann hat die Wache angerufen und berichtet, dass aus der Sägemühle seit über einer Stunde grässliche Schreie dringen. Was zur Hölle geht da vor sich? Was muss man denn hier tun, um ein bisschen Schlaf zu bekommen? Ihr schaut da besser mal nach. Ui. Vier Leute kann ich schicken. Wie viel Zeit haben wir noch? 13, da kommt schon das nächste. Reicht das, wenn ich noch die anderen zurückholen? Oh, ganz knapp. So. Dann schicken wir Tsubaki, Purdy, Aquino und Austin. So. Und was haben wir hier? Mr. Boyd, ich leite eine große Fahrzeugflotte und will einen Kurs für meine neuen Fahrer abhalten.
Die müssen lernen, wie man sich auf der Straße richtig verhält und damit unsere Wagen für ihre Leute nicht verdächtig sind, schicken Sie bitte drei Ihrer besten Beamten. Sie sollen den ganzen Tag mit meinen Leuten umherfahren und ihnen Feinheiten des Verkehrsflusses und der Polizeiüberwachung beibringen. Ich habe von den Problemen Ihrer Einheiten gehört, speziell von der überalteten Flotte an Polizeiwagen, und ich würde nur zu gerne einen Mannschaftswagen spenden. Ui, Mannschaftswagen, ja, da müssen wir Leute hinschicken dann. Ist für den Jensi vielleicht auch sein Safe ein bisschen, wenn der heute sowas macht. Sie hätten wir wahrscheinlich noch gebrauchen können, aber es sind die einzigen drei, die wir gerade schicken können. Das machen wir, dann kriegen wir den Mannschaftswagen. Und natürlich kommt jetzt ein Anruf rein. Raub in der Apotheke, wo ich vier Leute brauche. Es ist ein Notruf von einer Nachtapotheke eingegangen. Nachtapotheke um 16:20 Uhr, okay. Ein Süchtiger versucht, sich unerlaubt Zugang zu verschaffen. Er hat eine Apothekerin mit Gewalt bedroht und fordert, dass sie die Arzneimittelschränke öffnet. Okay, Mist. Ja, nee, die sind alle. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Mist. Wir brauchen dringend mehr Polizisten. Das läuft hier sonst außer Hand. Ja, natürlich ist der entkommen. Oh Mist. Oh nein. Oh nein. Die Sägemühle wird durch einen umlaufenden Zaun von 3 Metern Höhe geschützt und die Tore sind von innen abgeschlossen. Aus dem Inneren sind Rufe zu hören. Das Tor aufbrechen. Ein Mann bedroht einen Jungen mit einer Kreissäge. Der Mann schreit hysterisch. Waffe drauf richten. Jawohl. Und unversehrt? Ja. Hui. Okay. So, bitte. Da kommt. Chef, wir sind mit denen rumgefahren und haben den dämlichen Fahrern die Grundlagen beigebracht. Für heute sind wir fertig. Inzwischen hat Mr. Sand. Mr. Sand. Das ist auch noch von denen. Einen neuen Mannschaftswagen geliefert. Ein echt nettes Schätzchen. Viel zu gut für die Idioten, die wir damit fassen werden. Okay, das ist schon mal gut. Wir haben einen Mannschaftswagen. So, hier ist ein Mord beim Gericht. Das ist das vom. Oh Gott. Während der Urteilsverkündung hat ein Serienmörder namens Albert Ramirez einem der Gerichtsdiener eine Waffe entrissen und sich, nachdem er mehrere Zeugen erschossen hatte, im Gerichtssaal verbarrikadiert. Ein junger Stenograf wurde als Geisel genommen. Puh. Oh nee, das ist, wir haben eh gerade keine Polizisten da, aber wenn. Ah. Oh Gott. Oh Gott, die Mafia ist irgendwie, hat uns richtig in der Hand. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nicht da jetzt wieder. Die Sachen werden auch immer krasser, irgendwie habe ich das Gefühl. Was ist das hier? Angriff. Ein Sanitäterteam wurde zu einem Mann gerufen, der sich über Schmerzen in der Brust beklagt hatte. Während sie ihn behandelten, griff der Mann plötzlich die Sanitäter an und rief etwas von pharmazeutischen Verschwörungen. Die anderen Mitglieder des Teams konnten fliehen und haben die Polizei gerufen. Es klingt mir jetzt aber nicht nach irgendwas, was super krass ist. Ich schick mal die beiden. Ja. Es fällt mir sehr, sehr schwer, aber ich glaube, wir müssen das hier durchgehen lassen. Oh Gott. Die Stadt wird so sauer auf uns sein. Täter entkommen. Oh Gott, oh nein. Wenn die wenigstens einfach nur entkommen würden. 6000, das ist natürlich überhaupt nicht wert, aber. Wir können die Sands aber auch nicht irgendwie die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich doch mehr durchgreifen. Und um die auch so ein bisschen einzudämmen, dass sie nicht mit allen durchkommen, sonst wird es, glaube ich, auch immer mehr, oder? Die Tür zu der Wohnung ist von innen abgeschlossen und von drinnen sind unverständliche Schreie zu hören. Tür aufbrechen. Das Opfer liegt gefesselt am Boden, der Angreifer sitzt auf ihm, eine Spritze in der mit einer unbekannten Substanz in der Hand, eine Flasche Bleichmittel liegt in der Nähe. Eine Waffe auf den Mann richten und ihm befehlen, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Spritze fallen lassen, sofort. Sir, wir sind auf Ihrer Seite, erzählen Sie uns von dieser Verschwörung. Ja, das Erste, oder? Definitiv. Der Mann springt auf und greift sich ein paar Zettel vom Tisch. Hier steht alles, alle Beweise, die Sie brauchen. Sie haben diese Medikamente entwickelt, um unsere Gedanken zu kontrollieren.
Damit mit einem Schlagstock niederschlagen, hören Sie auf mit dem Unsinn und lassen Sie sofort den Arzt frei. Die Polizei von Freeburg wird direkt mit der Ermittlung beginnen. Lassen Sie uns auf der Wache weiterreden. Puh. Schwer. Nehmen mal das hier. Nein! Nein! Verdammt! Verdammt! Och Mann! Es läuft echt gerade echt grausam. Es läuft echt grausam. Dann ist der Tag jetzt vorbei. Ach Mann. Das ist richtig doof. Jetzt heute sind, glaube ich, jetzt zwei Zivilisten oder so gestorben und der Polizist wieder. Also wieder drei Leute tot. Eieieiei. Überhaupt nicht cool, ja, für tot erklären. Auch wenn wir den nicht für tot erklären, zwar mehr, mehr Kohle bekommen, aber nee. Wir beenden den Tag. Tag 11, 25. Juli. Okay, also noch 2 Tage, also übermorgen wäre dann diese Zeremonie. Das heißt, morgen kommt der Jensi nochmal zur Arbeit und dann müssen wir den noch safe halten und dann ist eigentlich okay. Gut, dann beende ich die Folge an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like nach, also einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr es noch nicht habt, abonniert mich. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen und natürlich auch freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.